Das Thema Wald im Bier ist ja gar nicht mehr ganz so neu. Jetzt haben sich auch Tom und Harry rangewagt. Was dabei rausgekommen ist, darüber reden wir, wenn ihr dranbleibt. Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Bierverkostung hier auf dem Kanal und herzlich willkommen in meiner Bierhexenküche. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Solltet ihr noch kein Abo vom Kanal haben und trotzdem auf Bierverkostungen stehen, dann wäre es mir ein persönliches Anliegen, wenn ihr ganz kurz da unten ein Abo dalassen könntet und den Kanal ein bisschen supporten würdet. Ich sage danke dafür und begrüße euch heute mit einem Bier aus dem Süden Österreichs von Tom und Harry Brewing. Und die sind daheim in Karpfenberg und offensichtlich gibt es da Maiwipferl und die haben sie gleich verarbeitet in einem Bier. Ein Kreativbier mit Fichtentrieben und haben es Maiwipferl genannt. Es ist tatsächlich ja ein Thema, mit dem der Axel Kisby vor über 10 Jahren mal angefangen hat, Teile des Waldes in ein Bier reinzubringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich damals am Anfang ein bisschen überrascht, aber dann beim zweiten oder dritten Anlauf mehr als überzeugt. Und ich muss sagen, es gibt ja auch in Polen zum Beispiel, habe ich schon euch, glaube ich, schon mal ein paar Biere vorgestellt, aber auch in anderen Gefilden immer wieder mal so Versuche, das zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile ist das auch was man sich durchaus antun kann, sage ich mal, weil ich glaube, die Brauer tun sich da auch relativ viel mit an. Der Aufwand ist nicht ganz ohne und ich glaube, die Chance, dein Sudwerk damit ordentlich zu versauen, ist relativ hoch. Insofern Chapeau für jeden, der es tut. Tom und Harry haben es getan und herausgekommen ist ein Bier mit 5,2 Volumenprozent Alkohol, 17,5 Grad Plato. Es ist Wasser, Gersten, Malz, Hopfen, Hefe drin. Fichtentriebe haben sie dann auch noch reingegeben. Die sind aus dem Mürztal und Maiwipferl. Deswegen heißt das Bier eben auch so. So, dann werfen wir noch einen schnellen Blick auf die mit einem TH gekennzeichnete Kronkorkenverschlusskappe dieses wunderbaren Braugetränks. Und schon geht's los. Ins Glas und ich habe heute meine Studiobeleuchtung mal passend zum Bier aus dem Wald ein bisschen grün gemacht. Ich hoffe, das wird ein wenig gewürdigt. Alles andere als grün ist allerdings dieses Bier. Es ist eine doch sehr schöne Bernsteinfarbe, hat einen, jetzt war ich ein bisschen zu progressiv hier beim Schenken. Es hat eine sehr schöne leichte Schaumkrone, die allerdings wenig stabil ist, leichte Trübung drin und so ein bisschen orangener Einschlag ist da auch noch mit am Start. Oh. Also es ist wenig Wipferl, hätte ich jetzt gesagt, wenig Fichte in der Nase, dafür die doppelte Portion oder die dreifache Portion Karamell. Es ist relativ kräftig malzig, trotz alledem schön leicht. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Erster Eindruck. Hui. Es ist aber karamellig. Mit einer durchaus präsenten Kohlensäure. Und das läuft richtig, richtig schön mit so einer leichten, öligen Textur sofort in den Hals rein. Ein bisschen Honig, dadurch kommt eine leichte Süße rein, aber alles, wie gesagt, im Rahmen. Es ist, wenn ich da richtig informiert bin, es ist ein Lagerbier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das nicht vorher nachgelesen hätte, würde ich jetzt sagen, das ist ein Ale. Es hat sehr viel von einem richtig schönen englischen Ale. Und es ist ein Lagerbier. Man kann da natürlich ein bisschen mit dem Malz rumtricksen und vielleicht auch die Hefe in anderen Bereichen einsetzen, also Temperaturbereichen. Es hat so eine ganz leichte, dezente Harzigkeit. Und ihr merkt schon, ich erwähne das Wort Fichte nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch, wenn es jetzt vielleicht die Harzigkeit ist, die das Ganze ausmacht, es ist nicht so allzu viel von diesen Maiwipfeln zu spüren.
schöne mittlere Würze. Schlanker Körper in Summe. Eine durchaus mittlere bis lebhafte Kohlensäure. Leicht cremig, leicht feine Kohlensäure in der Textur. Es hat aber auch ein bisschen was Öliges. Und hinten raus, es bleibt malzig, karamellig, leicht harzig. Ich muss ganz sagen, es ist ein schönes Bier, aber was mir persönlich ein bisschen fehlt, ist dann so diese, doch wo man sagt, ah ja, das sind die Maiwipferl. Vielleicht waren es auch einfach im Mürztal ein bisschen zu wenig Maiwipferl, die sie gefunden haben, oder sie waren einfach ein bisschen zu vorsichtig. Idee, schönes Bier, schönes Grundbier. Aber ich kriege von den Trieben leider relativ wenig mit. Wie gesagt, schönes Bier. Verspricht ein bisschen mehr, als es am Ende des Tages hält. Trotz alledem kein Bier, was man nicht gut trinken kann. Maiwipferl von Tom und Harry Boeing von Probierte Frau gibt es dafür 3,5 Punkte für das Maiwipferl aus Kapfenberg. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich gehe jetzt nicht in den Wald. Ich gehe mich einfach auf die Couch setzen und schaue ein bisschen Fußball. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.